Hallo zusammen. Gemüse, Gemüse, Gemüse. Warum sollten wir unserem Körper nicht mal was Gutes tun? Heute kochen wir mal mit Gemüse. Es sind sehr viele an mich herangetreten und wollten gerne wissen, wie man eine vegane Grundsoße herstellt. Sie sollte vegan sein, sie sollte dunkel sein und sie sollte als Grundsoße für viele vegane Speisen benötigt werden können. Selbst für solche, die jetzt nicht unbedingt Veganer sind, ist das ja ab und zu auch mal gut, mal ein veganes Gericht mit in den Speiseplan einzuschieben. Und deshalb habe ich mir gedacht, ist vielleicht auch für alle gut. Und wie das geht, das zeige ich euch. Und wenn es euch interessiert, bleibt dabei. Und was wir noch dazu brauchen, das seht ihr hier. An Gewürzen etwas Piment, etwas Pfeffer, Ingwer ist immer gut und auch ein paar Wacholderbeeren. Salz. Dann brauchen wir einen trockenen Rotwein, etwas Tomatenmark und ein Lorbeerblatt. Zunächst brauchen wir erstmal eine Gemüsebürste, weil wir den Sellerie, die Karotten und die Pastinaken gut schrubben, weil wir die Schale mitverwenden. Zunächst brauchen wir erstmal kaltes Wasser, denn da kommen unsere Gemüsereste hinein. Ich schäle dann meine ganzen Gemüse und bringe so nebenbei erstmal das Wasser zum Kochen. Da hinein erstmal ein bisschen Salz. Auch gleich die ganzen Gewürze können mit hinzugegeben werden, denn die kommen in die Gemüsebrühe. Vom Ingwer schneide ich nur ein paar Scheiben. Und die zweite Haut der Zwiebel kann man durchaus auch mit ins Kochwasser geben. Das gibt dem Wasser so eine schöne gelbliche Farbe. Bei Zwiebeln hat man keine Abschnitte. Deshalb mal eine halbe Zwiebel zur Brühe geben. Die Sellerieschale kann man großzügig ringsherum abschneiden, denn die Abschnitte kommen ja in die Gemüsebrühe. Auch die hinteren Blätter, die sind nicht so schön vom Lauch, die kommen mit in die Brühe rein. Wer noch Petersilie hat, die Stängel der Petersilie auch mit in die Brühe reinwerfen. Vom Staudensellerie hat man auch wenig Abschnitt. Also kommt vom Staudensellerie gleich was mit in die Brühe hinein. Die Gemüsebrühe kann man dann schon mal so 1-2 Stunden so leicht simmern lassen, dass die ganzen Inhaltsstoffe des Gemüses ins Wasser übergehen. Denn die Brühe brauchen wir dann noch für unsere Soße. Und da haben wir jetzt genügend Zeit, unser Gemüse, was gewaschen ist, was geschält ist, was geputzt ist, dieses in kleine Würfel zu schneiden. So, alles geschnitten. Die Zwiebeln, die Karotten, die Pastinaken, den Lauch, den Sellerie und den Staudensellerie. Ihr wundert euch vielleicht, dass ich alles in so schöne kleine Würfel geschnitten habe. Das hat seinen Grund und das werdet ihr im Laufe des Videos noch sehen, warum. Unsere Brühe kocht jetzt eine anderthalbe Stunde und nun werde ich mal den Soßenansatz machen. Olivenöl. So, fangen wir mit den Zwiebeln an. Und dann alles andere mit hinein. Nach ungefähr 5 Minuten der Anbratzeit, ihr seht, unten haben sich schon gut Röststoffe gebildet. Ja, auch Gemüse bildet Röststoffe, nicht nur Fleisch. Und das wollen wir ja auch. Wir gehen nach ungefähr 5 bis 8 Minuten von der höheren Stufe zurück, geben jetzt erst Salz dazu. Statt Himalaya-Salz kann man natürlich auch ein Rauchsalz verwenden. Das ist vegan und verleiht der Soße einen rauchigen Geschmack.
So, wer keine Kinder zu Hause hat, kann etwas mit Rotwein ablöschen. Ich habe hier 250 Milliliter, werden wir aber nicht brauchen. Und jetzt lösen sich die ganzen Stoffe vom Boden wieder ab. Und jetzt lassen wir wieder einreduzieren. Der Rotwein ist verschwunden. Jetzt kommt unser Tomatenmark hinzu. Denn dieses muss auch noch Röststoffe entwickeln. So, jetzt ist wieder gut einreduziert. Man hört es auch am Geräusch. Jetzt wird abgelöscht mit Brühe, die wir natürlich durchpassieren. Zwei Löffel reichen erstmal, denn es muss noch weiter reduzieren. Alle Flüssigkeit ist eingezogen. Jetzt braucht dieser Ansatz Flüssigkeit von unserer Brühe. Ja, und man sieht schon, es ist dunkler geworden. Die Konsistenz ist auch schon etwas fester geworden. Und sofort lösen sich die Röststoffe wieder vom Boden ab. 3 bis 4 Mal sollte die Flüssigkeit einreduzieren und dann haben wir das richtige Ergebnis. Denn jetzt füllen wir vollkommen mit Brühe auf. Ich habe mir hier noch ein wenig Ingwer ganz klein geschnitten. Ingwer ist immer gut, er bringt Schärfe und er ist sehr gesund. Der kommt jetzt beim Kochen noch mit hinzu. Die Soße darf nun noch mal so ungefähr 30 Minuten schön leicht köcheln. Aber wie schmeckt sie? Ja, es ist halt eine Gemüsesoße, ist klar. Die schmeckt immer etwas süß. Aber dem kann man entgegenwirken, indem man ein ganz wenig Säure hineinbringt. Mit ein wenig Balsamico-Essig. Aber Vorsicht! Lieber erst ein bisschen weniger und dann nochmal nachgießen. Ich mache jetzt mal einen Esslöffel Balsamico rein. Genau, das ist es. Die Soße schmeckt nicht sauer. Aber durch die Säure, die ich jetzt hinzugegeben habe, wird sie harmonischer, viel runder. Zucker braucht man hier nicht dazu zu geben. Das bringt die Süße der Gemüse. Also Zucker ist hier out. Aber was man noch machen kann, ich habe hier einen Flüssigrauch. Er ist vollkommen vegan. Es steht auch auf der Flasche drauf, dass es ein veganes Produkt ist. Wenn ich jetzt den Flüssigrauch dazugebe, ganz nur klein paar Spritzer, dann bekommt die Soße einen rauchigen Geschmack, obwohl kein Fleisch dran ist. Also versuchen wir jetzt mal, ist oben so eine Spritzflasche und dann kommen nur ein paar Tropfen raus. So, das soll schon mal reichen. Reicht vollkommen aus. Die Soße hat jetzt einen wirklich rauchigen Geschmack. Was mir jetzt noch fehlt, ist ein wenig Salz. Aber Vorsicht, dann kein Rauchsalz mehr nehmen, denn dann wird es zu viel Rauch, sondern ein ganz neutrales. Ich nehme immer das Himalaya-Salz. Perfekt. Ich habe eine braune Soße aus Gemüse gezaubert. Final müsste ich sie jetzt noch durchpassieren und abbinden. Dann könnte ich sie quasi verwenden. Wenn ich sie aber einkochen möchte, binde ich sie mal nicht ab, sondern fülle sie in Gläser und koche sie ein. Bei welcher Temperatur und wie lange, das zeige ich euch jetzt hier oben. Aber warum haben wir das Gemüse so klein geschnitten? Ich passiere die Soße durch. Und dabei kann man das Gemüse auch ein bisschen andrücken, dass die letzte Flüssigkeit rauskommt. Man könnte das Gemüse durchaus in der Soße auch belassen und mitessen. Sind vielleicht auch welche unter euch, die das gerne machen möchten. Kein Problem. Aber man kann es auch trocknen und weiterverwenden als Gemüsesalz. Die Twist-Off-Gläser halten sich heiß abgefüllt 4 Wochen im Kühlschrank als Kühlkonserve oder
Dann eben bei 100 Grad 60 Minuten einkochen als Vollkonserve ohne Kühlung. Das restliche Gemüse von der Soße streiche ich auf Backpapier flach auf und trockne es mit grobem Salz gemischt im Backofen bei 70 Grad. Wenn alles trocken ist, mixe ich die klumpige Masse nochmal durch und ich habe von den Gemüseresten noch ein wunderbares Gemüsesalz für den vielseitigen Einsatz in der Küche. Wenn ich euch mit diesem veganen Gericht inspiriert haben sollte, auch die, die nicht Veganer sind, denn man kann ja seinem Körper auch mal was Gutes tun und eine Soße essen ohne Fleisch. Aber die vegan sind, die werden sich bestimmt darüber sehr freuen, dass sie auch mal eine Soße haben, eine dunkle Soße, nur aus Gemüse hergestellt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das mal ausprobiert, mal nachkocht und wünsche euch eine gute Zeit und bleibt mir schön gesund. Tschüss, eure Oma Betty. Und das Gemüse kommt jetzt in den Ofen und wird getrocknet.